Heute dürft ihr euch eine Geschichte aussuchen, Kinder. Die von der Menschenstadt. Von St. Pölten? Die habt ihr doch schon unzählige Male gehört. Bitte, Opa Pötsch, wir wollen sie noch einmal hören. Nun gut. Es war einmal in einer weit, weit entfernten Galaxis. Ihre Einwohner nannten sie Milchstraße. In dieser Milchstraße lag die Erde, doch inmitten all der Farben, die die Erde zu bieten hatte, war ein weißer Fleck. Da stand doch tatsächlich ein Wesen mitten in diesem Fleck, das selbst nicht zu wissen schien, was es wohl damit auf sich hatte. Es war ein Mensch. Ein Mensch. Und so nahm ich den Samen von Oma Trublus Platschbaum und gab ihm den Menschen. Dieser schien sichtlich erfreut und begann, den Samen zu begraben und zu gießen. Der weiße Fleck brachte Blumen und Bäume aller Art hervor, einen Fluss und schließlich eine Stadt. Und was für eine Stadt! So schön war sie, dass Menschen aus allen Ländern kamen, um sie zu bewohnen. Und was ist aus dem Menschen geworden? Der ist losgezogen, um die Stadt zu erkunden.